Hallo an alle, hier ist mal wieder der Johannes. Ja, Wochen sind vergangen seit dem letzten Mal, als ich mich gemeldet habe. Und von daher dachte ich, würde es mal wieder Zeit. Ich habe keine Videos gedreht aus dem einfachen Grund, weil ich dachte, dass nicht so viel Spannendes jede Woche passiert ist einzeln, dass ich nicht vier Videos machen wollte, sondern einfach ein bisschen länger warten wollte und dann ein paar tolle Sachen aufzählen kann. Ja. Also, gefühlte 4 Wochen ist es her, dass ich das letzte Video gedreht habe. Seitdem ist natürlich ein bisschen was passiert. Am Wochenende nach dem Lappland-Trip ging es für uns zu einem Cabin-Trip. Das heißt, wir sind ungefähr 2, 3 Stunden mit dem Bus gefahren in die Berge und hatten da eine Cabin. Und zwar sind wir mit den Leuten vom akademischen Viertel gefahren und es waren insgesamt über 60 Leute und war ein sehr schönes Wochenende. Wir haben da auch ja, Spiele gemacht und so und wir hatten eine Menge Spaß auf jeden Fall. Ja, dann war eine Woche in Bergen, wo wunderschönes Wetter war. Jeden Tag hat die Sonne geschienen und von daher war ich da oft unterwegs. Wir sind viel wandern gegangen, wie ihr hier auch sehen könnt, und haben auf jeden Fall das Wetter genossen. Und unter anderem sind wir Stolzkleifen, heißt es. Das sind über 800 Treppenstufen, die man hochlaufen kann. Und dann hat man auch einen sehr, sehr schönen Blick über Bergen. Und ja, war auf jeden Fall eine tolle Wanderung. Dann ging es für uns zum ESNC-Battle. Ich habe euch ja das schon mal das Video gezeigt in einem meiner ersten Videos. Und wir sind also von Bergen nach Stockholm geflogen, hatten dort eine Nacht im Hostel. Am nächsten Tag haben wir uns ein bisschen Stockholm angeguckt, eine wunderschöne Stadt. Möchte ich auf jeden Fall nochmal hingehen. War echt super. Und dann sind wir aufs Boot gegangen. Das Boot war ja, ein Kreuzfahrtschiff und dort war Platz für über 2000 Studenten, Erasmus-Studenten von allen skandinavischen Ländern. Und ja, wir hatten 2, 3 wunderschöne Tage, sehr viel gefeiert. Wir haben uns Riga angeguckt, auch eine sehr schöne Stadt, war überraschend billig, also nicht überraschend, weil man weiß ja, dass es da günstiger ist, aber ja, doch war schon merklich günstiger. Und ja, hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß dort auf dem Boot, sind dann wieder am Mittwoch mit dem Boot angekommen in Stockholm und hatten dann unseren Flieger gegen um 6, sodass wir am Mittwochabend wieder in Bergen angekommen sind. Ja, dann hatte ich sehr viel für die Uni zu tun, habe jetzt aber alles erstmal bis zu meinen 3 Examen fertig. Das heißt, ja, muss keine Übungen mehr machen, die ich dann einreichen muss. Von daher habe ich so das Gröbste schon mal weg. Unter anderem bin ich dann den einen Tag ins Museum gegangen. Da gibt es 4 verschiedene Ausstellungen. Eine mit sehr moderner Kunst, einer mit zeitgenössischer. War sehr interessant. War eine große Ausstellung auch von Edvard Munch. Leider habe ich den Schrei noch nicht gesehen. Dafür muss ich dann nach Oslo fahren, um den zu sehen. Werde ich also noch machen. Und ja, war aber auf jeden Fall ein schöner Museumstag. Und jetzt befinde ich mich gerade in einer Cabin, die ungefähr 1 Stunde von Bergen entfernt ist. Wir hatten ein wunderschönes Wochenende, war relativ ruhig
Sind wandern gegangen beim extremen Schneesturm, also man konnte gar nichts sehen. Wir waren durchnässt, total. Aber die Cabin ist unglaublich toll. Also wir haben ein wunderschönes großes Wohnzimmer und die Küche ist super ausgestattet. Und von daher haben wir uns entschieden, einfach noch ein paar Tage länger zu bleiben. Und so bleiben wir jetzt bis zum Mittwoch hier. Waren dann nochmal in Bergen gestern Sonntag. Haben ein bisschen was eingekauft noch. Und ja, dann ging es wieder zurück zur Cabin. Das war erstmal wieder meine Woche oder meine 4 Wochen. Nächstes Wochenende am Sonntag geht es für mich nach Deutschland wieder. Über die Osterfeiertage einfach mal wieder Familie sehen. Freue ich mich schon. Und ja, komme dann am Donnerstag wieder zurück. Also bin dann für 4-5 Tage in Eberswalde. Ja, das war erstmal wieder mein Video. Entschuldigung, dass es ein bisschen länger gedauert hat diesmal, aber it's live. Ich freue mich, euch bald wiederzusehen und bis dahin, euer Johannes. Tschüss!